Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Asam Beauty Wundertüte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Asam Beauty Wundertüte erscheint immer mal wieder. Jetzt ist sie erschienen, hat 34,99 gekostet, soll 5 Produkte in Originalgröße enthalten. Und die haben das ganz geschickt gemacht, denn die bei Asam Beauty haben jetzt die Versandkostenfreigrenze ein bisschen hochgesetzt, sodass man die nicht mehr versandkostenfrei bekommt und zwangsläufig was dazu bestellen muss. Naja, so kann man aber das ein oder andere neue Produkt noch mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt von Magic Finish oder von M. Asam aus der Magic Finish Reihe diesen Marble Lip Balm mitbestellt in der Farbe Caramel Kiss. Den fand ich einfach optisch ganz hübsch, was ich da so auf der Homepage gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, komm, mach's mal. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das mit einer wirklichen Tönung der Lippen ist. Aber guck mal, wie hübsch das aussieht, ne? Richtig schön. Dann drückst du drauf, plopp, kommt dann unten raus, ne? Richtig toll. Und der hat halt auch wirklich so eine marmorierte Geschichte. Und ich bin ja neugierig. Ich will wissen, was es für Neuheiten so gibt, ne? Riecht ganz klassisch wie auch die Lippenstifte von Asam Beauty. Den swatche ich mal. Oh, wirklich eine ganz leichte Tönung. Hier habe ich noch Foundation Swatch drauf, denn ich habe zu dem, was ich im Gesicht habe, was gedreht, also ein Foundation-Test von zwei Seiten und dann noch hier Tralafitti, Short, bla, Lidschattenpalette, Mascara. Schaut auf jeden Fall oder abonniert mich gerne, falls du es noch nicht getan hast. Müsst du dann in den nächsten Tagen online kommen, weiße Bescheid, beziehungsweise der Foundation-Test Anfang Mai. Ja, ist auf jeden Fall sehr zart von der Farbe her, aber es hat eine leichte Farbe, was ich ganz schön finde, weil das dann die Lippen so ein bisschen noch Your Lips But Better machen würde. Man muss nur aufpassen, dass man da nicht übermalen sollte, weil ich mache das ganz gerne bei Lippenpflege, dass ich auch gerne sehr grob übermale. Okay, so, Asam Beauty Wundertüte, 34,99. Es gelten auch mittlerweile keine Codes mehr auf die Tüte, das heißt, du zahlst auch wirklich die 34,99. Alles im Leben wird teurer. Meine ist ziemlich schwer. Also mal gucken, was ich hier auch drin finden werde. Ich nehme aber das Schwere, glaube ich, zuletzt. Hier habe ich etwas drin aus der Resveratrol-Reihe Premium NT50 Essence of Youth. 100 ml von diesem Serum. Das habe ich schon mal gehabt, habe ich von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Und auch aufgebraucht tatsächlich. Ich glaube, von Suna hatte ich das damals mal bekommen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das 100 ml waren. Ich meine, 100 ml von einem Serum, Leute, ne? Da ist ein halbes Jahr dran. Ist aber ganz cool, weil, also das ist wirklich von der Qualität her auch ganz schön, muss ich sagen. Hat bei mir auch wirklich geholfen. Und, also geholfen, ne? Also hat was gemacht, sodass ich mich auch wirklich frischer aussehend gefühlt habe, empfunden habe. Und ja, dafür ist es ja auch gedacht, ne? Um ein schöner Aussehen. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Jo. Mit Resveratrol, Paracresse-Extrakt und quer vernetzter Hyaluronsäure. Weißt du Bescheid? Hilft der Haut, sich von negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die jugendliche Ausstrahlung ihres Hautbildes zu bewahren. Angereichert mit Traubenkern, Argan und Aprikosenkernöl hinterlässt es ein seidig weiches Hautgefühl. Das finde ich schon schön, ne? Aber 100 ml, es ist halt immer eine Ansage, ne? Also Asam Beauty, die haben halt immer diese riesen Verpackungen, das ist echt krass. Okay, jetzt habe ich auch noch was anderes Großes hier. Ach, guck mal, das ist, hatte ich glaube ich auch mal in klein, von Ahuhu. Das ist ja die Haarpflegemarke, die wir dort finden. Keratin Rebuild Shampoo, Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. 200 ml, das ist aber so eine übliche Größe für ein Shampoo. Das mag ich. Also, ne, ich finde, dass Ahuhu auch wirklich tolle Haarpflegeprodukte so hat. Und meine Haare mögen das auch. Ich habe jetzt aktuell noch von Uncorrupted Beauty die Produkte in Anwendung, die mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch Ahuhu mag ich richtig, richtig gerne. Das heißt, das wird dann auch mal wieder in Anwendung genommen. Und ich finde, die riechen auch immer so gut. Richtig, richtig gut. Okay, so. Ich habe jetzt reingeguckt. Echt frechdachsig. Okay, ich habe jetzt das nächste von Ahuhu hier drin. Schade. Also es passt theoretisch, weil wir haben ja schon ein Shampoo drin gehabt. Das hier ist ein Conditioner. Aber meine Haare mögen leider nicht so gerne diese festen Konsistenzen, weil das leider für mich zu austrocknend ist. Also ich brauche halt Pflege und Glanz danach. Also oh, das mag ich einfach so gerne. Und ja, das kriege ich halt mit sowas leider nicht hin. Ne? Feste Spülung für alle Haartypen mit belebendem Orangen- und Ingweröl. 50 Gramm. Ist jetzt geruchstechnisch halt auch nicht so geil. Ne? Also ich bin jetzt kein Fan von Ingwer in den Haaren, glaube ich. Das riecht schon sehr, sehr
zitrisch. Ich mag es nicht zitrisch. Das ist halt das Ding, ne? Ja gut, schade. Wird er weiter wandern, ne? Ist vegan. Aber das ist nicht schlimm. Bei mir ist es halt so, dass ich ja eben dadurch, dass ich hier einen YouTube-Kanal habe, die Möglichkeit habe, auch sowas dann weiterzugeben, ne? Jetzt nehme ich was ganz Kleines raus. Kollagen Neck and Dekolleté Maske. Sehr schön. Also quasi für Hals und Dekolleté kann ich das drauf machen. Mit Ceramiden ist das. 2x5 Milliliter. Ach, das finde ich schön. Ich mache mir ja morgens ganz gerne die Crememasken drauf, die ich so bei mir im Badezimmer stehen habe. Und jetzt ist ja auch wieder, ne, es wird hoffentlich demnächst mal wärmer. Das heißt, ich habe dann auch nicht mehr meinen dicken Bademantel oder so an. Und dann ist eh alles so ein bisschen, nö, ich habe dann die Kapazitäten, um mir das halt auch auf Hals und Dekolleté zu geben. Und dann auch während des Zähneputzens drauf zu lassen einfach. Ich weiß gar nicht, wie lange lässt man das denn drauf? 15 Minuten. Okay, das ist jetzt ein bisschen lang. Aber muss ich mal gucken. Ich habe dann meistens auch Julius mit mir im Badezimmer. Also ich mache mich dann fertig und er ist dann mit am Start. Dann ist ihm auch nicht langweilig. Ich tanze dann vor ihm rum. Und habe dann eine Gesichtsmaske im Gesicht und vielleicht auch demnächst dann eine Hals- und Dekolleté-Maske drauf. Ist schön, denn, also, ich, meine liebe Kollegin, die liebe Amelie with Love, die hat das mal gesagt und sie hat vollkommen recht. Ab einem gewissen Alter hört dein Gesicht nicht hier auf, sondern hier. Und das musst du bedenken. Das heißt, pflege diesen Part auch wirklich und auch deinen Hals, weil da siehst du halt irgendwann die Fältchen, ne? Und wenn du das vergisst, dann hast du ein wundervoll glattes und pralles Gesicht am Hals und Dekolleté halt nicht, ne? Das sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus. Okay, das ist jetzt das letzte Produkt, was ich hier drin habe. Das ist ein Klopper. Das sind 600 Gramm von dem Belle Glamour oder Glamour Peeling Body Scrub. Richtig cool. Huch, das ist mein Freund. Ich habe ihn eben gefragt, ob er Hunger hat und er hat jetzt geschrieben, ein bisschen. Das heißt, ich werde gleich mal eine Drehpause einlegen. Ja, schön. Also das wird wahrscheinlich auch sehr gourmandig, wie Franka so gerne sagt, ne? Riechen, ein Luxuskörperpeeling mit wertvollem Vitamin E in Traubenkernöl getränkten Zuckerkristallen, verleiht zarte und geschmeidige Haut und verzaubert mit dem Duft von M. Asam Belle Glamour. Ja, schön. Also hardcore. ja, das wird in Anwendung genommen. Es wird doll riechen, deswegen ist es ja auch noch eingeschweißt. Ich lasse es auch erstmal noch eingeschweißt, aber oh nein, komm, ich will das aufmachen. Ich will es riechen. Ich will euch sagen, wie es duftet und wie Belle Glamour riecht. Das sind wahrscheinlich Produkte, die halt schon ausgelistet sind und deswegen haben sie halt diese Wundertüten, dass sie die auch zu diesem günstigen Preis anbieten können und so, ne? Ich will es riechen. Komm schon, Baby. Da ist immer noch nichts zu riechen. Komm raus, komm raus. Oh, ich will dran riechen. Oh mein Gott, ja, das riecht ganz toll. Und diese Peelings von dem Asam sind halt auch wirklich gut. Ne? Du hast da immer einen Brocken, also du hast richtig viel Produkt. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich anfangen, das zu verwenden. Dann werde ich das zum Teil verwenden und dann vielleicht dazwischen ein kleines anderes nehmen, damit man sich halt nicht dran satt riecht oder satt verwendet, in Anführungsstrichen. Dann hält man das Ganze noch ein bisschen spektakulärer. Aber es riecht richtig toll. Oh, nom. Ja, und ich finde auch, sowas darf auch intensiver riechen, weil du es ja direkt auch abwäschst, ne? Ja, finde ich klasse und ich bin froh, dass ich es drin habe. Nochmal schnell die Haare aufmachen hier, weil ich bin hier schon am Aufräumen gewesen und habe dann die Tasche nehmen wollen, um da halt ein paar Sachen für unten reinzumachen. Und da fiel mir das hier in die Hände. Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das ist dann das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produkt. 5 Gramm habe ich nämlich hier von dem, ja, richtig cool. Das ist eine kleine Größe, ne? Ist halt eine Travel Size. Ist keine Full Size, aber ich habe ja 5 Produkte in Originalgröße hier drin. Ich habe das auch in Originalgröße da. Das heißt, richtig gutes Puder. Wirklich, wirklich gutes Puder. Deswegen freue ich mich drüber, dass es in der Tüte drin ist. Aber ich habe es schon da. Das heißt, das hier wird dann demnächst mal verlost werden. Aber eine richtig, richtig tolle Geschichte. Hat ja auch so ein Netz normalerweise auch mit drin. Da kann man toll mit arbeiten. Mega cool. Nice. Also ich finde, dass ich tatsächlich eine richtig geile Wundertüte abgegrast habe. Ich glaube, jeder hat diesen festen Conditioner mit am Start. Das Resveratrol habe ich bei Nina auch gesehen. Ninas Beauty-Welt ist es, glaube ich, ne? Die Maske hat, glaube ich, auch so gut wie jeder drin.
Ja, dann Shampoo und Peeling ist dann halt so, mal gucken. Aber also ich bin wirklich glücklich, ne? 34,99, wie gesagt, habe ich bezahlt. Da sind halt manchmal richtig geile Produkte drin enthalten und hier habe ich einfach mal Glück gehabt und da freue ich mich einfach. Und ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Falls du auch die Wundertüte dir gekauft hast, schreib mir gerne in die Kommentare, was du so drin hattest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Beautyboxen. Hier unten mein neuesten Upload auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich hier super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!